die besten Krieger. Helden. Viele sind es nicht. Doch sie sind Helden der Arena. All jene, die ehrenhaft gestorben sind. Die übrigen werden weit weg von hier in anonymen Löchern verscharrt. Niemand erinnert sich an sie. Wenn deine Zeit kommt, glaubst du, dass man dich zu den Helden zählen wird, Söldner? Falls jemals jemand stark genug ist, mich zu töten, wäre ich mehr als würdig, hier zu ruhen. Ich habe Geschichten von deinen Taten und Siegen gehört. Beeindruckend, falls sie wahr sind. Kommt drauf an, was du gehört hast. Ich habe viel gehört. Ein Krieger, der durch das Land reist. Manchmal halb Bestie oder halb göttlich. Aber immer von einem Adler begleitet. Sag mir, ist irgendetwas davon wahr? Es steckt ein Funken Wahrheit in den Geschichten, aber auch viel Fantasie. Gute Antwort. Es ist mir egal, ob die Geschichten wahr sind. Ich sehe, was in dir steckt. Du vermagst Großes zu tun. Das Potenzial, ein wahrer Held zu werden. Ich bin Marion. Alexios. Wenn du wirklich leben willst, Alexios, wenn du der Held der Arena werden und unermessliche Reichtümer verdienen willst, musst du in meiner Arena kämpfen. Klingt interessant. Gut. Nimm mein Boot und fahre die Küste von Pevki in Richtung des Schiffswracks entlang und dann in die Mündung des Tals hinein. Dort findest du den Eingang zu meiner Arena und Skura, der sich um meine Kämpfer kümmert. Wenn er in dir dasselbe sieht wie ich, dürfte er hoch erfreut über deine Ankunft sein. Und somit, meine Freunde, herzlich willkommen zurück zu Assassin's Creed Odyssey mit mir, Infected Elder und Alexios. Ja, wie ihr schon mitbekommen habt, der Kampf in der Arena. Oh ja, und ich freue mich so drauf. Ein Arena-Kampf ist immer was Tolles. So, wir sehen uns in der Arena oder an der Arena, wie auch immer. Wir sind hier. Und schaut auch richtig schön aus. Oh, wunderbar. Was für ein Eingang. Hervorragender Eingang. Wir werden hier irgendwo unser Schiff mal kurz hinstellen. Unser Boot halt, ne? Eigentlich ist es ja gar nicht uns was. Herrlich. Oh ja. So. Oh, ich nehme mal da was. Und jetzt reden wir mit denen. Hier müssen wir ja rein. Zum Kampf. Hast du das gehört? Ich höre nichts als den Wind. Ganz genau. Nichts. Ja? Es heißt, man konnte die Zuschauer bis hierher hören. Ihr Durst war nicht zu stillen. Welcher Durst? Nach Kämpfen in der Arena natürlich. Leben und Tod in ihrer reinsten Form. Liebe, Hass, Ruhm und Ruin. Alles zur Erbauung des Publikums. Mein Name ist Skura. Alexios, ich habe von diesem Ort gelesen. Und von dir. Es war ein Aufruf an Kämpfer aus der ganzen griechischen Welt. Diese Mauern beben nicht mehr, weil es keine echten Helden der Arena mehr gibt. Die Zuschauer wollen keine wahren Krieger mehr sehen. Sie wollen nur Blut. Aber du, Söldner, könntest das ändern. Du könntest sie umstimmen und unermessliche Reichtümer gewinnen, versteht sich. Wenn du hier kämpfst und gewinnst. Oh ja, ich kämpfe und gewinne. Ich hoffe doch. Vielleicht kann ich diese Arena wieder zum Beben bringen. Gut. Erzähl mir von den anderen Kämpfern. Als neuer Herausforderer kannst du dir einen Gegner aussuchen. Hier gibt es keine Sklaven oder Verbrecher. Nur Krieger, die entschlossen sind, Blut für die Menge zu vergießen. Verstehe. Es gibt 5 amtierende Sieger.
einer blutrünstiger und skrupelloser als der andere. Du musst alle besiegen, um dich Held der Arena nennen zu dürfen. Oh yeah. Das will ich werden, Held der Arena. Erzähl mir mehr über die Arena. Es gibt sie schon seit Jahrzehnten, aber sie hat sich verändert. Wie die meisten Dinge. Ach, den Kämpfern heutzutage geht es nur um Drachmen, nicht um Ehre. Und das Publikum will nur noch sehen, wie sich die Krieger gegenseitig ausweiden. Sie sind abgestumpft. Sie wollen mehr als nur den Tod sehen. Sie wollen Grausamkeit. Ah, warum nicht? Ich bin bereit. Ich bin für alles bereit. Wähle deinen Gegner. Ah. Da gibt es eine Stufe 20. Ja, das ist einfach was. Ich kämpfe gegen Pellos. Kämpfe gegen Eva. Oh, der ist Stufe 50. Der ist ein bisschen übel. Nehmen wir... Was sind wir für eine Stufe? Wir nehmen den hier. Ich werde den Fels von Athen zerschmettern. Wollt ihr die Besten? Ich fragte, wollt ihr die Besten? Wollt ihr die Besten? Jetzt reicht's aber! Alter, Vorsicht! Feuer und Flamme, Männer! Schlatzi, Alter. Welle 4, wunderbar. Ja.
kommen denn diese Scharfschützen hier? Ach, da, hier. Wunderbar, Baby. Stirb für mich. Der Fels von Athen. Jetzt geht ab. Komm, Baby. Jetzt reicht's aber. Ah, verdammt! Hier gibt's keine Hilfe. Hörst du das? Du musst dich gut geschlagen haben. Hast du es nicht gesehen? Ich habe seit Jahren keinen Kampf mehr gesehen. Aber wenn die Menge so jubelt, hab ich vielleicht meinen Helden gefunden. Ich bin nicht wegen der Zuschauer in der Arena. Ich bin immer noch ein Söldner. Ja, doch es geht sicher nicht spurlos an dir vorbei, wenn die Menge deinen Namen ruft. Skura. Meon? Ah, Söldner. Ich wusste es gleich, als ich dich zum ersten Mal sah. Du könntest heldenhaft in der Arena sein, wie Skura. Wenn du weiter so kämpfst, sage ich eine lange und profitable Karriere voraus für uns beide. Rede mit Skura, wenn du für den nächsten Kampf bereit bist. Oh ja, ich bin bereit. Aber zuvor schaue ich noch ins Inventar. Einen Moment. So, Freunde, ich habe es gerade geguckt. Ich habe einen Kultisten enthüllt. Und ich muss nochmal in die Arena. Ich will noch einen Kampf. Wähle deinen Gegner. Das hier, der gehört zum Kult. Die Bestie von Sparta. Belos, gegen den kämpfen wir jetzt. Ich spieße Belos auf wie ein wildes Tier. Welle 1.
Steht doch nichts im Weg. In Flammen. Oh, ich bin Feuer und Flamme, Baby. Komm, ich habe jetzt die Keule ausgepackt. Machen wir ohne den Schild. Söldner. Der Speer. Er erinnert mich an alte Zeiten. An die Perser. Dieser Speer hat viele Perser getötet. So wie ich. Auf dem Schlachtfeld und in der Arena. Du hast in den Perserkriegen gekämpft? Hab ich. Wie ist das gewesen? Hart. Die Perser waren eindrucksvolle Gegner. Sie waren in der Überzahl. Sie hatten Krieger aus zahllosen eroberten Ländern in ihren Reihen. Die griechische Welt musste sich vereinen, um sie zurückzuschlagen. Sonst hätten wir unweigerlich verloren. Eine vereinte griechische Welt. Das ist heute nur ein Traum. Allerdings. Aber aus dem Krieg zurückzukehren war schwerer als der Krieg an sich. Für Mehan und mich erwies sich das alltägliche Leben als schwierig. Vorher ging es jeden Moment um Leben und Tod. In der Arena fanden wir dazu zurück. Hey Mädels, seid mal still. Ach, die will bestimmt mir ein Autogramm geben. Ich soll ihr ein Autogramm geben oder so. Wir reden mal weiter. Wie war es zu deiner Zeit in der Arena? Es war ein Ort der Ehre und des Heldenmuts. Ich habe viele Jahre in Blut gebadet. Aber das waren andere Zeiten. Und ich war ein anderer Mann. Wie genau bist du zum Helden der Arena geworden? Was hast du getan? Ich habe überlebt. Boah, das kommt mir so an. Ich muss jetzt gehen. Du hast dich in der Arena als wahrer Kämpfer erwiesen. Weiter so. Danke. Ah, weiter so. Klar, sicher. Jetzt? Autogramm? Nicht? Okay. Gut, dann werde ich die Folge hier beenden. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Wir beginnen dann auch wieder mit einem Kampf in der Arena. Und ja, vielleicht mache ich alle 5 Kämpfe hier. Wer weiß. Und ja, wenn es euch gefallen hat, ein Abo da lassen. Oder einen Daumen. Oder einen Daumen und ein Abo. Oder Mädel, gib mir deine Telefonnummer. Ne, brauche ich nicht. Ich habe schon eine Frau. Kleiner Spaß. Also, schaltet wieder ein, wenn es weitergeht mit Assassin's Creed Odyssey.